Hallo, hallo. Hallo? Ohne Witz, ne? Ich freue mich so auf das Team of the Year. Das wird so geil. Nö. Hey Leute, was geht ab euch und willkommen hier zu meinem ersten Team of the Year Video auf meinem Kanal zu FIFA 20 Mobile. Ihr seht gerade im Hintergrund, übrigens, ganz kurz, ihr seht ja auch gerade mein PC-Bildschirm, ne? Ich habe mich heute mal so ein bisschen schräg hingesetzt. Wenn ich jetzt hier unten auf Elgato gehe, kann ich mit einem Klick, weil ihr habt ja mitbekommen, dass meine Lichter hier komplett abgekackt sind, abgebrannt, nicht abgebrannt, aber halt durchgeknallt sind und ich kann jetzt, ich habe diese neuen Lichter und mit einem Klick, oder ich kann auch nur links anmachen oder rechts anmachen, kann halt hier noch die verschiedenen Lichter einstellen. Einfach mega, mega geil. Hat so eine kleine so ein kleines Spielzeug für mich so, ne? Ja. Das ist wunderschön. EA hat getwittert. EA hat getwittert. Ihr und die ganze FIFA-Welt ist ja im Team of the Year-Hype. Ich muss sagen, auf der Konsole bin ich auch hyped, aber auf der Konsole verfolge ich nur Twitch-Streamer und FIFA-YouTuber. So, ich persönlich freue mich auf das FIFA Mobile Team of the Year. Ich denke mal, auch die ganze Hashtag Apex Army freut sich auf das tote Event von EA zu FIFA 20 Mobile. Ich hoffe, dass es ein geiles Event wird und lasst uns bitte das Event erst 1-2 Tage spielen und dann eine endgültige Meinung zu diesem Event abgeben. Ich weiß, da hatte ich auch in letzter Zeit, sage ich mal, Fehler gemacht, dass ich gleich am Anfang gesagt habe, ist das Event gut, ist das Event schlecht, aber man muss es auch erstmal ein bisschen zocken. Ich hoffe, dass es ein gutes Event wird. Wir werden heute mein persönliches Team of the Year nochmal zusammenstellen, auch wenn man es nicht mehr zusammenstellen kann. Man hatte ja einen gewissen Zeitraum, da konnte man ja die besten, also es gab ja 50, 55 Nominierte. Da konnte man halt ein Team zusammenstellen und das abschicken an EA. Und EA hat dann alle Abstimmungen genommen und dann das Team of the Year jetzt zusammengestellt, sage ich mal. Und in 4 Stunden, ihr seht's Leute, ihr könnt gerade sehen, wann ich das hier aufnehme. In 4 Stunden und 2 Minuten wird das ganze Team of the Year veröffentlicht. Und EA hat dazu getwittert. Auf Twitter logischerweise. Ich zeige euch das hier mal. Nicht explizit zum Team of the Year. Ich hatte ja eigentlich gesagt, weil ich hatte da so eine Liste gesehen, dass das Team of the Year Event eigentlich erst am Mittwoch rauskommen soll. Aber aufgrund des Tweets hier, vor 10 Stunden am 6. Januar wird es um 19 Uhr oder ein bisschen später hier for highly event sometime after, also nach 19 Uhr. UTC-Zeit, also hier diese Zeit, UTC ist halt eine Stunde verschoben, das heißt bedeutet für uns 20 Uhr. Nach 20 Uhr gibt es ein Update, wann es genau kommt, sagt EA nicht. Und ich glaube, und es glauben ganz, ganz viele, wenn ich hier auf den Tweet draufgebe, Toti oder Player of the Month Turnier. Aber ich glaube nicht, dass EA das Player of the Month Turnier meint. Ich glaube, dass Toti, weil was wäre das für ein Zufall, ne? Wenn heute das Toti überall auf den Konsolen rauskommt und heute twittert EA sowas, dass EA dann ein Player of the Month Turnier raushaut. Das können sie nicht machen. Das wäre absolut, dann würden sie uns alle absolut hops nehmen, ne? Von Electronic Arts. Das muss das Team of the Year Event sein, Leute. Das heißt, heute kommt's raus. Und wenn es wirklich heute rauskommen sollte, ich hoffe, ich drücke die Däumchen, Leute. Ich hoffe, ich drücke die Däumchen. Wenn es heute rauskommen sollte, werde ich wahrscheinlich dann noch einen spontanen Livestream raushauen. Endlich mal wieder Livestream. Es wird geil, Leute. Ich freue mich mega drauf. Ich freue mich mega mäßig drauf. Und wir werden uns jetzt hier nochmal die Nominierten angucken. Und ich werde nochmal mein persönliches Team of the Year hier bestimmen. Nochmal die Spieler angucken, welche reinkommen können. Am Ende sind es ja nur 11. Am Ende sind es ja nur 11, aber ich denke, dass es in FIFA Mobile auch alle Nominierten zu ziehen gibt. So war es ja auch letztes Jahr, vorletztes Jahr und so ist es dieses Jahr auch auf den Konsolen. Es gibt ja diese Nominierten-Karten, diese nominierten Karten. Aber die 11 Spieler, die halt in dem wirklichen Team of the Year stehen, sind natürlich die stärksten und die besten Karten. So, wir gucken uns die Nominierten an. Die Aufstellung ist 4-3-3. Also 3 Mittelfeldspieler, 3 Stürmer, 4er-Kette und ein Torhüter. Wir starten zuerst mit dem Torhüter. Und da haben wir hier einen Alisson, wir haben einen Ederson, wir haben einen Oblak, wir haben einen Onana, wir haben einen Ter Stegen. Und das war's. Das sind die nominierten Torhüter. Da muss ich sagen, ich glaube, also aus meiner Sicht hätte das am meisten Alisson oder Ter Stegen verdient.
Alle anderen, glaube ich, haben keine Chance auf den Team of the Year Titel. Also Alisson oder Ter Stegen. Aufgrund dessen, dass Alisson Premier League Spieler ist, glaube ich, dass sogar Alisson rauskommen wird, anstatt Ter Stegen. Ist nur meine Vermutung, keine Ahnung. Wir werden es nachher auf jeden Fall mitbekommen. Verteidigung. Da haben wir einen Außenverteidiger, zwei Innenverteidiger. Also ein Linksverteidiger, Rechtsverteidiger und Innenverteidigung. Jordi Alba, Arnold könnte auf der rechten Verteidigungsposition sogar gute Chancen haben. Innenverteidiger sehe ich Bonucci nicht, Jimenez auch nicht, Hummels auch nicht, Kimmich muss ich sagen auch nicht. Da sehe ich Arnold vor Kimmich, Koulibaly, Laporte, De Ligt, Marquinhos, Ramos. Aufgrund dessen, dass Ramos eigentlich, solange ich lebe und solange ich das Team of the Year kenne, war Ramos eigentlich in jedes Jahr dabei. Und deswegen sage ich, Ramos ist eine Position, also Ramos ein Innenverteidiger. Dann, ich glaube, David Silva, ach, Thiago Silva nicht. Und ja, Innenverteidigung steht für mich fest. Van Dijk und Sergio Ramos, die stehen für mich fest. Und Außenverteidigung steht für mich nicht ganz fest. Der Rechtsverteidiger steht fest, Arnold. Und jetzt muss ich mich zwischen Jordi Alba und Robertson entscheiden. Aber wenn ich Robertson mitnehme, ist es der dritte Liverpool-Spieler. Wenn nicht sogar der vierte, und das geht auch nicht, wir können nicht so viele Liverpool-Spieler nehmen. Deswegen nehme ich jetzt hier Alexandro. Ich nehme Alexandro von Juventus Turin, ja. Zack, zack, den nehme ich und sage, das ist meine Wahl als Team of the Year-Spieler. Weil wir können ja nicht ein komplettes Liverpool-Team bauen, auch wenn sie, glaube ich, jetzt seit 37 Spieltagen nicht mehr bezwungen worden sind. Ungeschlagen, was ich da gelesen habe. Ist natürlich absolut nice. So, Mittelfeld, da können wir jeden beliebigen reinstellen, ist egal ob ZDM, ZOM, zentral. De Bruyne hat gute Karten, Dybala würde ich eher sagen, nein, Eriksen auch nicht, Fabinho auch nicht, Havertz auch nicht, Henderson auch nicht, De Jong auch nicht, Kanté würde ich ganz, also Kanté ist, bei Kanté sage ich wirklich zu 100% ist der drin, alleine, weil er ist nicht nur ein Weltklasse-Fußballer, er ist auch ein Weltklasse Mensch hinter dem Sport, sage ich mal, ne? Also N'Golo Kanté muss drin stehen. Modric, Reus, Sancho, David Silva, Tadic, Verratti, Wijnaldum. Das ist schwer. Das ist wirklich schwer. Sancho könnte auch drin stehen, meiner Meinung nach. Reus rein theoretisch auch, Modric auch, weil es halt Real Madrid ist, königlich. Die Real Madrid hat immer irgendwie einen Vorteil beim Team of the Year. De Jong rein theoretisch auch, De Bruyne. Ich entscheide mich für De Bruyne. Ich sage Kanté. Und ich sage dann auch noch, ein Sancho steht drin. Komm, ich riskiere es einfach mal. Vielleicht steht ein Sancho drin, vielleicht steht er nicht drin. Ich sage Sancho, De Bruyne und ein Kanté. Das ist meine Auswahl, weil die Engländer wollen eine geile Sancho-Team-of-the-Year-Karte haben. Meine Vermutung. Keine Ahnung, ob es stimmt. Wir werden es später sehen. Angriff. Da wird es auch ganz, ganz schwer. Nimmt man die Altbekannten, ihr wisst, wen ich meine. Messi, Ronaldo, Salah, bei also Stürmer ist absolut krank, Mann. Ich weiß nicht, wie ich es machen soll, Leute. Ohne Witz. Normalerweise, bin ich ganz ehrlich, hätte es einen Lewandowski verdient, wie er die Hinrunde der Bundesliga absolut rasiert hat. Also Lewandowski jetzt meiner Meinung nach verdient. Ein Mbappé jetzt aber auch verdient. Ein Mané jetzt auch verdient. Ein Ronaldo, Messi natürlich, die sind immer dabei. Salah, Neymar jetzt nicht so wirklich, finde ich. Sterling hat auch richtig gut gespielt. Also Sturm ist ganz schwer. Ich glaube einfach, dass Messi und Ronaldo, die beiden werden wieder drinstehen, egal, komme was wolle, Leute, die beiden stehen drin. Und als dritten Spieler sag ich dann noch einen Robert Lewandowski. Ich hau einen Robert Lewandowski raus. Ob es stimmt, weiß ich natürlich nicht, Leute. Ne? Ich weiß es nicht. Das Gute ist aber, dass wir sicherlich alle Karten haben werden, also alle nominierten Karten, die es hier gibt. Und für mein FIFA Mobile Team ist natürlich ein Lewandowski interessant. Und ich möchte auch mein FIFA Mobile Team ein bisschen umstellen. Vielleicht sogar Dreierkette spielen. Da hattet ihr mir gestern auch viele Kommentare geschrieben, die Arne Meyer-Ära kann doch nicht enden. Deswegen habe ich jetzt nochmal nachgeguckt. Ich muss auf jeden Fall einen zentralen Mittelfeldspieler drin haben. Arne Meyer, das tut mir dann doch in der Seele weh, Arne Meyer nicht mehr in meinem Team zu haben. Arne Meyer ist jetzt schon seit 2,5 Jahren mit dabei quasi auf YouTube hier auf meinem Kanal. Deswegen habe ich mir gedacht, nee, komm, Arne Meyer kann ich nicht ersetzen. Ich muss eine Formation finden. Vielleicht ist es eine Dreierkette, vielleicht eine Fünferkette werde ich, denke ich mal, nicht spielen in FIFA Mobile. Aber vielleicht ist es auch trotzdem noch 4-3-3 offensiv, aber ich stelle trotzdem ein bisschen um, weil ich möchte auf jeden Fall Team of the Year Spieler drin haben. Vielleicht sogar
einen schönen Van Dijk, wer weiß, ne? Oder einen Ramos. Einen Ramos, der würde sogar richtig gut reinpassen, wenn ich Courtois hinten drin im Kasten habe. Und ich habe ja Courtois noch als Karte aufgehoben von dem Star-Pass, den es ja gab. Am Ende ist es natürlich, ja, man könnte rein theoretisch auch hier mit Arnold dann ein Team machen. Also Arnold, Van Dijk und dann links Ramos mit Alba. Und dann vorne Bundesliga ein bisschen verknüpfen. Wenn Sancho rauskommen sollte als richtig gute Team of the Year Karte, könnte man Sancho im rechten Flügel packen. Dann habe ich dahinter halt Arne Meyer, ZOM, vielleicht ein Reus oder so. Also ich will in FIFA Mobile auch ein bisschen was umstellen. Beziehungsweise ZOM stimmt gar nicht. Da habe ich ja früher oder später Zinedine Zidane. Deswegen muss ich mich als zentral offensiven Mittelfeldspieler da gar nicht was anderes überlegen. Im Sturm weiß ich auch noch nicht, ne? Timo Werner finde ich als Player of the Month Karte richtig gut, aber ich habe ja auch Horry als Icon, aber da habt ihr geschrieben, Horry ist nicht so gut. Mal gucken, Leute, was ich mache. Ich bin auf jeden Fall mega hyped auf das Team of the Year. Ich hoffe, euch geht es genauso. Lasst ein Däumchen da, lasst ein Abo da. Ich bin jetzt hier raus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein und tschüssi.